Gut Leute, mit einem Kaffee bewaffnet geht es wieder in eine neue Folge. Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Wir sind im letzten Part in Ikana angekommen. Und ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet, Leute. Passt auf, ich habe erstmal rausgesucht, weil wir haben ja im letzten Part diesen komischen Sora-Typi, der mit uns jammen wollte. Oh Gott. Gefunden gehabt. Der war... Wieso spät? Du bist spät dran, mein Typi. Der war, glaube ich, hier drin, ne? Normalerweise muss man sich in... auch in irgendeinem Raum von den Typen hier, bei den Soras, hochziehen. Und da liegt ein Tagebuch von Migao und da kann man lesen, was man dem vorspielen muss. Achso. Sorry. So. Ich habe jetzt halt verschiedene Noten. Düm, düm. So, und jetzt... Genau, und dann habe ich da noch... Und jetzt kann man hier cool jammen mit dem. Düm, 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 düm. Dö, 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 dö. Ist auf jeden Fall ein cooles Thumbnail. Ich denke, das kann ich dann nehmen. Ba, 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 bam. Dü, 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 dü. Das ist nicht live, Leute. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Wir sind ganz woanders. Ich weiß nicht, wo die gerade zuhören, aber das ist nicht bei mir. So, jetzt haben wir das gelernt, glaube ich. Und jetzt ist halt eine gute Frage, wo der Typ ist. Weil jetzt müssen wir das dem Leader, dem Bandleader quasi vorspielen. Ja, ich weiß nur leider nicht mehr, wo der ist. Waren hier auch noch nicht drin? Keine Ahnung. Ach, lol. Okay, geil. Genau, das ist jetzt passend. Hä, wie geht das denn? Das haben die doch extra so gemacht. Im Randomizer. Ja, pass auf. Wahrscheinlich muss ich erstmal mit dem sprechen. Kann es sein, dass ich dem erst ein Ei geben muss, damit das funktioniert? Oder kann ich direkt loslegen hier? Ah, okay, es war aber nur ein grüner Rupen. Ja, als Link muss man dem das dann vorspielen. Und dann kriegt man halt normalerweise ein Herzteil. Aber okay, das hat ja wohl eher semi geklappt. Zumindest gab es nichts Gutes. Okay, dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Ja, das war jetzt natürlich cool, dass die beiden gleich nebeneinander waren. Nicer Zufall. Was war hier nochmal drin? Ah, hier war der Postman drin, ne? Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal... Jetzt ist er da. Ah, der ist jetzt fertig mit der Welt. Müssen wir später machen. Der macht gerade ein Mittagsschläfchen. Macht gerade ein Powernap, Leute. Okay, hätte ich gesagt, wir gehen jetzt erstmal mal in den Brunnen rein. Ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet, was man da so brauchen könnte. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, wo wir hängen bleiben. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal die Gyptomaske. So. Hier gibt es ja auch ein paar Schätze zu bergen. So, wir wollen auf jeden Fall alles haben hier. So, was möchtest du? Ah, scheiße. Das ist ja auf Englisch. Okay, der möchte eine Wundererbse. Die haben wir aber aktuell nicht, oder? Nee. Okay, da können wir schon mal nicht rein. Was möchtest du haben? Der möchte blaues Elixier. Gott, ich habe gar nichts davon. Ja, also Wundererbsen und blaues Elixier bräuchte ich hier. Hm.
aktuell schlecht. Nee. Ist aber auch allgemein jetzt im Randomizer schwierig zu besorgen, ne? Blaues Elixier und Wundererbsen. Wo finde ich denn das jetzt auf die Schnelle? Also Wundererbsen müsste ich jetzt in Ocarina of Time erst reingehen. Puh. Ja, das ist nicht leicht. Naja, gut. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier weiter. Da kommen wir auf jeden Fall auch weiter. Und Brunnen kümmern wir uns danach. Je nachdem, wie viel Zeit noch bleibt. Bei Wundererbsen und Dingenspups habe ich auf jeden Fall jetzt nicht. Deswegen, wir gehen erstmal hier rein. So, und gucken uns hier auch nochmal ein bisschen genauer um, denn... Ah, hier ist diese Final-Musik, oder? Wenn die letzten Stunden angebrochen sind. Oder letzten Minuten, whatever. Okay, ich glaube, links und rechts ist aber nicht viel, ne? Wir müssen wirklich rein da. Warte mal, hier, was ist da? Ist da noch was? Ach ja, hier kommst du raus, aus dem Brunnen. Richtig? Das heißt, wir könnten hier eigentlich den Rückwärtsgang einlegen. Geht das denn? Ja, guck mal, ich habe doch Lichtpfeile. Ich kann einfach rückwärts, kann ich da jetzt einfach rückwärts reinlatschen? Oder sind von der anderen Seite die Türen auch defekt? Das will ich jetzt mal ausprobieren, Leute. LOL. Ja, das ist natürlich crazy shit. So. Gucken wir mal, was hier so passiert. Ich meine, wir haben ja hier schon alles. So, einmal Dins Feuer-Inferno. Guck mal, man kann die Türen scheinbar rückwärts gehen. Ach, das ist ein Boss-Key, oder? Kann das sein? Alter, was? Jo, von? Jo, der Geistertempel. Geil. Das heißt, ich kann den Geistertempel jetzt nicht abschließen, weil mir fehlt noch der Spiegelschild. Aber ich könnte... Ich kann weit vordringen. So, jetzt gehen wir mal rückwärts. Aber jetzt räumen wir das ganze Feld hier mal rückwärts auf. Oh Gott. Ich glaube, ich werde Mana-Probleme bekommen. Oh. Der wacht hier wieder zum Leben. Das ist mir auch neu. Hilfe! Hier gibt es auf jeden Fall auch Käfer. Nehme ich mir auch mal welche mit. Ja, ich mache hier schon wieder ganz komische Sachen. Ich weiß, Leute. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß, komische Sachen zu machen. Und ganz ehrlich, wenn man einen Randomizer spielt, muss man auch mal komische Sachen machen, oder? Sonst wäre es ja langweilig. Mal so ein bisschen tricksen und so. Ja, eigentlich waren andere Dinge geplant. Natürlich. Der will wieder knuddeln hier. Aber ist aber auch dunkel, ne? So, jetzt haben wir da noch einen Zombie. Was will er denn haben? Hi. Small and creepy? Das? Small and creepy, okay.
Ich verstehe. Eigentlich bräuchte ich hier eine Fackel. Kann ich hier nochmal mit einer Fackel reinlatschen? Bestimmt, oder? Oder ich mach's mit dem Feuerfall wieder. Ja, aktuell ein bisschen Mana-Probleme tatsächlich. So, okay, das ist nur eine normale Schatzkiste leider. Aber hey, hätte ja was Cooles sein können, ne? Bomben. Naja. Okay. Ah, ist auch saumäßig. Warte mal, ich nehme mal die Fackel mit. Das macht es doch viel schöner, oder? So, von da kamen wir. Da hätte ich auch eine Fackel gehabt. Schön. Ein paar Deko-Sticks, ein paar Nüsse. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Der dürfte mich ja nicht angreifen. Okay, hier sind auch alle Fackeln an. Alle Fackeln an. Eine blöde Hand, ne? Will mich immer wieder rausbringen hier. Aber wir kriegen ein bisschen Kohle. Ja, Mana. Ah, ich glaube, ich brauche hier auch frisches Pearlwasser. Dann nehmen wir auch mal einen Schluck mit. Bestimmt, oder? Geilo. Okay, so hier. Hier wäre der Rückweg. Hier würden wir jetzt durch die Tür durchkommen, wo wir die 5 Erbsen bekommen würden. Das heißt, da gehen wir auf jeden Fall nicht durch. Da sind wir gerade durchgekommen. Das heißt eigentlich nur sinnvoll, hier lang zu gehen. Ah, okay. Der möchte Dekonüsse. Blinding Flash. Bitteschön, mein Freund. Hier hast du. So. Au, 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 au. Und gleich nochmal rein. Oh, war das dumm. Okay, ein paar Deo-Sticks. Und gleich nochmal, weil es so schön war. So, jetzt haben wir hier nochmal 2 Durchgänge. Okay, was willst du? Refreshing Blast. Refreshing Blast? Was ist Blast? Wasser? Zu Wasser? Nö. Refreshing Blast. Was ist das? Blast? Mana vielleicht? Etwas, was Eis schmelzen kann? Gibt's hier blaues Feuer? Eis schmelzen? Habe ich hier nicht. Sorry. Ja, Feuer habe ich hier nicht. Wow. Ja, wäre aber schon wichtig, da reinzukommen noch, ne? Aber was ist Blast? Ich guck mal ganz kurz, Leute. Okay, alles klar. Der will eine erfrischende Explosion. Das heißt, der will Bomben. Aber für der andere hört sich für mich so an, als ob der... haben wir da 10 Bomben? Ah, will mehr. Shit. Ich hab nicht genug Bomben. So ein Kack. Kriege ich hier Bomben? Ne, ich glaube nicht.
Kriegt man hier irgendwo ein paar Bomben her? Leute! Pfeile? Ich brauch Bomben, Leute. Keine Pfeile. Deku-Sticks? Ja, toll. Ja, und hier waren wir... Doch, hier waren wir schon drinne. Was willst du eigentlich haben? Was? Irgendwas Delicious? Wasser, oder? Wasser ist doch frisch. Nee, doch nicht. Okay, Leute. Ich guck mal kurz, ob ich irgendwo noch ein paar Bomben besorgen kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, das ging schnell. Ich habe ein paar Bomben, Leute. Wie weit wir jetzt hier noch kommen, ist halt die Frage. Denn wir müssen auf jeden Fall noch ein blaues Elixier finden, damit wir alles machen können. Das wäre schon cool, wenn wir das auch irgendwie noch abschließen könnten. Oh Gott, hier ist ein kleiner Kampf, oder wie? Gegen einen Urlischt. Hallo? Hier muss ich doch bestimmt mit Pfeilen abschießen, oder? Das sieht mir aus wie derselbe Typ wie bei Boris. Ba, ba, bam, 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 bam. Ich glaube, normalerweise braucht man das Öhrlicht auch, um weiterzukommen. Kann sein, dass das jetzt eigentlich sinnlos ist. Oder das ist vielleicht das, was ich... Aber das schmilzt ja kein Eis. Das ist ja nur ein Irrlicht. Keine Ahnung. Hallo? Ich... Hallo? Ich würde dich gerne mitnehmen, aber ich darf nicht. Ich muss direkt in die Flasche machen, kann das sein? Ja. Ja, wird mir halt... Big Po. Ein großer Po. Aua. Wird mir halt nicht viel bringen, glaube ich. Ja, blaues Elixier, Leute. Wo kriege ich denn blaues Elixier her? Das wäre jetzt so das, was ich jetzt als nächstes bräuchte. Ob ich jetzt den Geist wirklich brauche, ist so eine andere Frage. Und scheinbar brauche ich auch blaues Feuer. Weil du bringst mir ja nichts, oder? Das bringt mir hier nichts, ne? Ne. Der will blaues Feuer, richtig? Ah, ne, der braucht heißes Quellwasser. Der braucht heißes Quellwasser, braucht der. Oh shit, wo kriegen wir das denn her? Ob es hier irgendwo so eine Quelle gibt? Stimmt, der braucht heißes Quellwasser. Das ist eine gute Frage. Weil das hier ist ja nur normales Wasser. Ja. Oh Gott, Leute. Na toll. Jetzt müssen wir jetzt irgendwo heißes Quellwasser herbekommen und... Ach, Herr Jemine. Wo kriegen wir das denn her? Und blaues Elixier bräuchte ich auch noch. Okay, gut. Ich würde sagen, ich gehe nochmal in den Offscreen-Modus und versuche das mal alles zu besorgen, Leute. Sonst kommen wir ja hier ewig nicht weiter. Und er wollte... Was wolltest du? Du wolltest das blaue Elixier, ne? Ja, ja, ja. Okay, gut. Ich gehe mal gucken, Leute. Bis gleich. Okay, Leute. Ich habe es geschafft. Ich bin wieder da und ich habe heißes Quellwasser mitgebracht. Das war jetzt ein Akt, das alles zu finden, sage ich euch. So. Zack. Heißes Quellwasser. Gut, den haben wir schon mal. Ein blaues Elixier habe ich auch mitgebracht, wie ihr gesehen habt. Aua. Okay, hier. Ist einfach nur eine Kuh. Ah, shit. Okay, war einfach komplett sinnlos.
einfach nur eine Kuh. Okay, ist aber nicht schlimm. Sind halt so Bonusobjekte, schätze ich mal. Okay. Interessiert uns nicht weiter. Dann gehen wir eben noch hier lang. Oh Gott, Eisfledermaus. Ja. Und geben mal das blaue Elixier ab. Ich hoffe gar sehr, hier finden wir noch vielleicht ein Schätzchen. Das wäre toll. So. Da haben wir wenigstens diesen ganzen Brunnen, das ganze Brunnenzeug hier schon abgeschlossen. Ich denke, das ist ganz geil. Weißt du, dann müssen wir hier nicht nochmal herkommen. Hier haben wir eine Dekublume. Hier muss ich... Hier wird von mir erwartet, dass ich etwas anzünde im Wasser. Okay. Geht ja auch mit dem Feuerfall theoretisch. Mach ich aber mal. Passiert aber nichts weiter, ne? Nö. Okay. So, hier wollen sie theoretisch von mir, dass ich da drüber fliege, aber... Lol, keinen Schaden bekommen. Interessant. So, jetzt haben wir hier nochmal zwei Zombies. Einmal geradeaus und einmal links. Was möchtest du denn? So, der möchte jetzt frisches Wasser. Hol ich dir, Kumpel. Gleich, warte, was möchtest du? Nee, der möchte H2O. Hä, was möchte er? Er möchte Freshly... Something... Deliciously fresh. Irgendwas Leckeres, Frisches. Milch ist doch frisch, ne? Nö. What is meaning? Wir holen ihn erstmal kurz Wasser. Delicious und frisch. Oder liegt das daran, dass das... Ist das halb voll? Vielleicht liegt es daran, dass die Flasche... Ah ne, die war nicht halb voll. Ich mache sie trotzdem mal leer jetzt. Ich hoffe nicht, dass da noch irgendwo ein anderer kommt. Aua. Na toll. Irgendwas Frisches, Leckeres. Ha. Ein Fisch. Ein Fisch ist doch frisch und lecker, oder? Frischer Fisch? Ich habe keinen Plan, Leute. Frisch und lecker. Ja. Oh, lol. Tatsächlich. Es ist der Fisch. Schön. War aber auch wieder mehr Glück als Verstand. Ah, und hier hat man jetzt heißes Quellwasser bekommen. Und da gibt es noch mehr Fische. Aua. Ja, hier gibt's. Der zockt mir Mana ab, oder? Ne, der macht gar nichts. Okay, dankeschön. Also da gibt's noch Fisch. Gut zu wissen. So, was haben wir hier noch? Da ist auf jeden Fall wieder ein Zombie. Und da kann ich ein bisschen was wegfackeln. Bam, bam, bam. Ja, ich bin halt immer noch in der Hoffnung, dass wir irgendwo, weiß nicht, irgendwas Schönes noch bekommen. Ich hoffe, diese ganze Tauschquest lohnt sich, dass wir im Endeffekt irgendein geiles Item noch bekommen. Wäre doch schön, oder? Guck mal, hier gibt es noch ein paar Bomben. Also theoretisch gibt es alles, was man braucht hier unten, ne? Fast, glaube ich. Bis auf Kleinigkeiten vielleicht. Bin mal gespannt. So. Gibt es auch nochmal zwei Wege. Das sind die letzten zwei Wege, Leute. Wenn wir die haben, haben wir sie. Haben wir sie alle. So, was möchtest du? Small and creepy. Okay, der möchte wieder Käfer. Das ist kein Problem. Die waren da hinten. Das können wir direkt tun. Und du? Beide möchten Käfer. Mal easy going, Leute. Easy going.
So, ich sehe nichts. Ja, wir haben geringfügige Überlänge gemacht, hätte ich gesagt. Aber es ist ja jetzt auch nicht so spannend hier unten, sage ich mal, im Brunnen. Allgemein für diesen Part habe ich jetzt sowieso sehr, sehr lange gebraucht, weil ich halt die ganze Zeit geschnitten habe und hin und her gelaufen bin und das eingesammelt habe und das eingesammelt habe. Aber ich hoffe, ihr seid damit zufrieden und fein. Ah ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Geil. Schön. Hier gibt es noch eine schöne Feenquelle. Guck mal. Allgemein schon der Schlüssel hier. Der... Hallo? Oh, der acht... Der achte? Tatsächlich. Ja, wir können den Feuertempel direkt machen. Komplettieren. Hallo? Jawohl. Schön. Hatte ich das gerade richtig gesehen, dass da oben auch Rubine waren? Nee. Ja, das hat sich doch gelohnt. Ja, dann... Ich glaube, ich möchte dann doch eher lieber den Feuertempel jetzt als nächstes machen. Ich glaube, da hätte ich Bock drauf, Leute. Schön Feuertempel komplett. Ja. Würde mir, glaube ich, gut gefallen. So, Kumpel. Ich hoffe, dieses... Die Hand kommt jetzt nicht runter. Oh, okay. So. Und hier gibt es, glaube ich, immer eine Schatzkiste, oder? Hier gibt es keine Schatzkiste? Doch, eine unsichtbare. Okay. Ha, cool. Oh nein, nicht, dass da noch mehr unsichtbare Schatzkisten waren. Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob da noch mehr unsichtbare Schatzkisten rumlungern hier. Oder ob ich jetzt alles habe. Ich hoffe es gar sehr. Okay, cool. Ja, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache noch die... Doch, ich glaube, ich mache Ikana noch fertig, oder? Ja. Ja, ich mache Ikana noch fertig. Ich habe mir auch offscreen nochmal rausgesucht, wo wir den Song of Storm spielen müssen, wegen dem Geist. Der ist aber in Unruhstadt. Ich glaube, das würde ich auch nochmal skippen, dass ich das spiele. Ne, ich spiele diesen Song. Dann werden diese die Zombies weggemacht und dann können wir in das Haus rein. Dann können wir erstmal gucken, was da drin ist. Und dann machen wir noch den Vor-Dungeon da. Ne, hier diese Ikana-Festung oder was das ist. Diese Geisterfestung. Die können wir dann auch komplett machen. Und dann sind wir in Ikana komplett fertig. Ja. Außer halt Stone Tower Temple. Aber das machen wir später. Das machen wir später. Da fehlt uns eh noch der Song. Da kommen wir eh noch nicht so weit. Hört sich für mich plausibel und gut an, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer neuen Folge wieder zu Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.